Wir zeigen in diesem Kabinett zwei kleinformatige Pastelle von Karl Hagemeister, die die märkische Seenlandschaft thematisieren. Was besonders auffällt und ins Auge fällt, ist diese Leuchtkraft und der Farbklang, das helle Blau und das intensive helle Grün. Das zeigt bereits, dass Hagemeister um 1895 ein ganz exzellenter Impressionist ist. Was das Besondere ist an diesen zwei Pastellen, ist vor allen Dingen die Provenienz der Bilder. Beide Pastelle stammen aus dem Besitz von Hanna Schreiber der Graal und sie war Schülerin von Karl Hagemeister und hat in einer Villa auf dem Franzensberg in Geltow gelebt. Wir zeigen sie gemeinsam auch mit Karl Hagemeister mit einem anderen Sujet auf der gegenüberliegenden Wandseite. Ja, es ist wahrscheinlich ein Zeichen auch der persönlichen Wertschätzung, dass Hagemeister ihr diese beiden Pastelle übergeben hat. Aus ihrem Besitz gelangten sie dann in Privatbesitz und konnten für die Ausstellung von einem Berliner Kunstsammler ausgeliehen werden.